Schaut kurz den Namen an. John Maria Finger. Der John. Wir sind dann alle mal zusammen. Vor allem, wir haben das noch nicht mal persönlich kennengelernt. Ich war ein Fangirl von ihm. Ich bin jetzt auch mal so stehen in diesem Raum. Schon mal vorab für all die, die sich fragen, warum ich hier ohne eine Sonnenbrille trage und es regnet draussen. Es matcht zu meinen Spängeln. Und ich habe lieber, wo zu meinen Spängeln sonst matcht. Und darum möchte ich die Brille haben. Freunde, oh mein Gott, ihr wisst nicht, ich bin ja letztens auf dem WC gewesen. Schau so ein paar alte Videos von mir an und dann finde ich so ein Q&A. Ein 4 Jahre altes Q&A. Und ich dachte, all das wäre doch übel witzig, mal ein Video dazu machen, wenn ich auf das reagiere und Fragen nach 4 Jahren noch beantworten. Vielleicht ist es ja gleich nicht so witzig, wir werden es sehen. Okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Oh, ich habe so süß und jung ausgesehen. Oh mein Gott, mit meinem Pepsi-Bulli. Oh mein Gott. Vor allem, mögt ihr euch noch an meinen Joker erinnern? Ich habe den am Anfang meiner Videos wirklich in jedem Video gehabt. Also ich habe das durchgezogen. Ich habe gedacht, das wird mein Markenzeichen, das ist meine Marketingstrategie, dass ich berühmt werde. Hat auf jeden Fall funktioniert. Wenn du mal Kinder hast, wie würdest du sie nennen? Okay, das ist jetzt richtig spannend. Es gibt ein paar Namen, die ich einfach schön finde. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Kinder nennen würde. Ich weiß ja, dass der John die Namen jetzt nicht Bombe findet. Darum wäre es wahrscheinlich nicht so heißen. Aber ich finde Melanie einen mega schönen Namen. Nicola finde ich auch einen schönen Namen. Eve als Frauenname finde ich auch mega schön. So EVE geschrieben, finde ich richtig schön. Also, ich weiß keine Ahnung, ob ich meine Kinder so nennen, aber ich finde so die Namen noch schön. Zum Beispiel Melanie, Julia oder für den Bub Nicola. Schön, dass Julia nicht da ist. Nein, ich finde Julia eigentlich einen schönen Namen, aber mittlerweile heisst es so viel Julia, dass es halt irgendwie dann nicht mehr so speziell ist. Bald 1000 Abos auf YouTube. Wie ist das für dich? Oh mein Gott! Ich habe halt noch nicht mal 1000 Abos auf YouTube. Ihr wisst nicht, wie gern ich einfach mal ein Gespräch mit meinem alten Ich von damals so hätte und kurz erzählen könnte, was ich alles erreicht hätte. So. Es wäre, glaube ich, schon recht so ein emotionales Gespräch, weil ich weiß ganz genau, wie ich mich dort gefühlt habe und dass das, was ich jetzt gerade lebe, eigentlich mein Traum war. Oder immer noch ist, logischerweise. Aber ich hätte halt nicht gedacht, dass ich es so weit bringe. Also ich muss sagen, es ist verdammt krass, weil ich mache irgendwie, wie lange mache ich schon YouTube? 7 Monate und für 1000 Abos, das ist so extrem viel und ich kann es halt immer noch nicht realisieren, weil stell dir mal 1000 Menschen vor, das ist so cringe. Cringe, was? Oh mein Gott, so funny. Ich habe nicht noch nicht gecheckt, was cringe bedeutet, aber ich kann schon cool sein und es benutzen. Ich weiß noch ganz genau, ich bin einmal mit meiner Klasse im Restaurant gewesen. Wir sind in der blinden Kuh gewesen, das kennt ihr sicher. Und ich bin so reingekommen und habe gesagt, wow, es ist so cringe da. Ich habe irgendwie damals gemeint, das heisst so ein bisschen crazy. Ja, genau. Wir lernen es auch so stehen. Beschreib dich in 5 Wörter. Okay, beschreib dich in 5 Wörter. Ich würde mal so behaupten, ich bin ein kreativer Mensch. Oh mein Gott, das ist so eine schwierige Frage. Also ich hasse echt die Frage. Das ist genau so eine Frage, die du im Bewerbungsgespräch hast. Ich denke so, Hilfe. Ich glaube, ich bin offen geworden. Also ich kann mittlerweile sehr gut neue Menschen kennenlernen. Fröhlich, sensibel. Ich bin auch sehr sensibel. Ich heule ab allem, ich heule richtig schnell. Aufgestellt. Ich weiß nicht, ob das schon richtig fröhlich geht. Ja, irgendwie so, ich weiß es nicht. Hyperaktiv, laut, offen, lebensfreudig, aber irgendwie auch nachdenklich. Also erstmal laut und hyperaktiv, ja, safe, bin ich auch noch. Aber ich glaube damals viel mehr auf eine kindische Art. Also heute würde ich einfach mich mehr als extrovertiert beschreiben. Und den Rest kann ich eigentlich immer noch voll agreeen. Was ist dein grösstes Ziel auf YouTube oder allgemein im Leben? Oh mein Gott, okay, also erstmal YouTube. Ich finde es noch schwierig. Ich glaube grundsätzlich, solange ich Spass habe, will ich es unbedingt noch machen. Aber wenn es jetzt so also wirklich ein Ziel ist, das man jetzt sozusagen kann erreichen. Ich bin ganz ehrlich, ich fände es übel nice, 100'000 Mal auf YouTube zu knacken. Einfach weil man dann den Play-Button bekommt und das wäre halt schon, das wär schon wild. Fürs Leben muss ich sagen, finde ich auch schwierig. Ich würde gerne eine Familie haben, mal genug Geld haben, um in einem Haus leben können. Und auch später noch einen Job haben, der mir zu 100% Freude macht. YouTube, mein Ziel, ich habe nicht so ein Ziel, so, ja, 100'000 Abos oder irgendwie so ein Ziel. Schön, dass ich es jetzt habe. Woo! Und vom Leben, ich weiß gar nicht, nicht speziell etwas. Einfach eben Kind haben, Familie, Großmutter werden. Und meinen Abschluss schaffen und... Meinen Abschluss schaffen! Ich habe es geschafft, Freunde! Ich habe schon etwas in meinem Leben erreicht. Was willst du nach der Schule machen, beziehungsweise nach dem Gymi? Oh mein Gott! Oh, das ist jetzt richtig spannend, weil ich bin letztes Jahr fertig geworden mit der Schule. Heisst, wir werden jetzt herausfinden, was ich damals gedacht habe, was ich nach der Schule machen will. Okay, vor 4 Jahren. Ja, ich kann es also jetzt schon mal schnell beantworten, was ich jetzt nach der Schule gemacht habe. Ich bin selbstständig geworden, Vollzeit mit Social Media, arbeite noch 5% beim SRF. Ein Studium ist vielleicht in Aussicht, aber ich habe noch nichts geplant. Also ganz ehrlich, ich mache es Gymi grundsätzlich, weil ich keinen Plan habe, was ich werden will. Also ich weiss schon, ich habe mir mal eine Lehrerin überlegt, aber das hätte ich sowieso nicht nach der 6 machen. Und ich dachte, wenn ich jetzt mal 4 Jahre weiter in die Schule gehe, habe ich genug Zeit, um mir zu überlegen, was ich werden will. Oh, es ist so süß gerade, oh mein Gott. Aber dass ich Lehrerin werden will?
ich glaube, ich hätte niemals damit gerechnet, dass ich das, was ich damals schon gemacht habe, jetzt Vollzeit machen kann, dass ich mit dem überhaupt Geld verdiene. Ich glaube, ich kann nicht noch mal Geld verdienen. Wo willst du unbedingt einmal anreisen und wieso? Oh, ich will mega gerne mal auf Amerika mit dem Can gehen. Wir haben gesagt, wir wollen mal ein bisschen länger dorthin gehen. Und sonst, ich möchte unbedingt mal auf Frankreich gehen und Sprachmentalen machen. Und zwar ein bisschen länger als einen Monat, weil ich möchte einfach Französisch perfekt reden. Ich glaube, das wissen wir mittlerweile. Keine Ahnung, also ich will nicht speziell irgendwo anreisen. Aber ich würde auf jeden Fall wieder mega gerne auf Los Angeles gehen, weil das ist eine mega schöne Stadt. Also wenn du etwas an dir ändern könntest, was wäre das? Oh mein Gott. Ich sage jetzt mal richtig Schönheitsoperation-mässig oder mehr charakterlich, das ist die Frage. Also vom Aussehen mittlerweile nichts mehr. Also ich weiss, ich habe damals echt einen Komplex gehabt mit Oberweite, mit, ich habe das Gefühl, ich bin immer fettig, was ich denke. Und wenn es charakterlich wäre, zum einen, ich müsste pünktlicher sein. Also ich bin echt, ich mache immer alles auf den letzten Drücker, zum einen. Und zum anderen, auch bei Treffen bin ich immer spät. Oh mein Gott, und ich schreibe so schlecht zurück. Also auf WhatsApp ist ganz, ganz tragisch. Alle meine Friends wissen Bescheid. Ich schreibe erst so 2-3 Tage zurück, das ist wirklich schlimm. Also ich würde auf jeden Fall ein bisschen abnehmen. Digga, abnehmen? Ich habe schon gesagt, ich will abnehmen. Ich könnte mir kurz vorstellen, ich bin 17. Und Disziplin vor allem. Also ich kann schon Disziplin zum Beispiel zum Videos machen. Aber zum Lernen ist es so... Ja, Disziplin, das ist vielleicht auch etwas. Was ist deine beste Erfahrung, die du durch YouTube gemacht hast? Schaut kurz den Namen an. Gian Maria Finger, der Gian. Wir sind dann alle mal zusammen. Vor allem, wir haben das noch nicht mal persönlich kennengelernt. Ich war ein Fangirl von ihm. Ich will jetzt auch mal so stehen in diesem Raum. Meine beste Erfahrung, die ich mit YouTube gemacht habe, oh mein Gott, da gibt es mega viel. Ich habe so coole Leute kennengelernt. Ich habe den Can eigentlich nur schon kennengelernt. Und einfach sonst Erfahrungen, coole Treffen. Ich habe ein Zuschauertreffen gehabt. Es gibt so viele Sachen, wo ich so dankbar bin. Und nicht zu vergessen, ich habe einfach eine Community, die hinter mir steht und wo mir täglich herzige Nachrichten schreibt. Aber ich bin gespannt, was ich jetzt sagen würde. Bro, ich habe erst ein halbes Jahr YouTube gemacht. Also ich habe mega viel gelernt sozusagen und auch mega viel Erfahrung gemacht. Aber die geilste Erfahrung war, glaube ich, schon, dass ich bei einem Kurzfilm mitmachen konnte. Der vielleicht den Can gleich schon kennt. Oh nein, wie herzig! Oh, ich muss kurz erzählen, ich habe den Can eigentlich durch den Kurzfilm kennengelernt. Also der Can hat damals immer Kurzfilmvideos gemacht, für die, die schon ein bisschen länger dabei sind. Und er hat mich damals gefragt, ob ich wieder dabei sein bei unserem Kurzfilm. Und dann habe ich die Hauptrolle gespielt mit ihm zusammen. Das war ein Liebesfilm, so haben wir uns kennengelernt, lieben wir. Und das war für mich halt mega in der Punkt, weil ich bin schon immer so ganz scheu, ein Fangirl gewesen. Und das sind halt ziemlich Fragen für so ein Projekt, das war halt für mich extrem crazy gewesen. Wie groß bist du? Bin ich in 4 Jahren gewachsen. Nein, auch nicht. Ich bin auf jeden Fall 1,68 m. Ich bin 1,67 m. Okay, 1 cm. Hast du schon ein Auto? Nein, aber wenn ich... Also ich bin jetzt 17, aber wenn ich dann 18 werde, dann möchte ich eigentlich die Autoprüfung machen. Und ich weiß noch nicht, ob ich mir ein Auto kaufe. Ich habe keine Ahnung. Schön, dass ihr es absolut erreicht habt. Lieben wir. Ich habe es erst 2 Jahre später gemacht, mit 20. Und ich habe immer noch kein Auto. Wir haben 2 Familienautos. Das eine braucht mein Bruder und ich hauptsächlich. Aber es gehört jetzt nicht mir. Ich glaube, es ist auch nicht nötig, dass ich jetzt speziell eins für mich habe. Bist du momentan Single? Und wenn ja, wieso? Nein, obviously nicht. Ja, ich bin Single und es ist halt auch, weil... Ich weiß nicht, die Beziehung ist momentan ein bisschen mühsam, ich habe keine Zeit und es ist viel zu nervig, all die Eifersucht und Erklärungen, dies, das und darum ja, bin ich eigentlich glücklich Single. Es ist halt nicht angegangen, bis ich nachher nicht mehr Single bin. Aber all die Struggles, die ich da aufgezählt habe mit Eifersucht und so, bin ich froh, dass ich die nicht in meiner Beziehung habe. Würdest du, wenn du YouTube als deinen Beruf machen? Okay, das ist richtig spannend. Oh mein Gott. Ich bin es jetzt. Das ist ja jetzt mein Beruf. Darum ich bin gerade mega gespannt, was ich da jetzt sage. Nein, weil ich weiß nicht, ich mache es momentan einfach als Hobby und ich bin zu nichts verpflichtet. Und sonst ist immer so, oh Scheiße, das Video hat zu wenig aufrufen und ich habe kein Geld. Und dann musst du alles schauen und dort und dort und dort. Aber das wäre viel zu kompliziert. So lustig. Oh, ich finde es gerade so cool, das wieder anzuschauen. Also ich bin jetzt selbstständig und ich muss sagen, ich habe eigentlich gar keinen Struggle jetzt mit, oh mein Gott, das hat zu wenig aufrufen, sondern ich mache es einfach, weil es mir Spass macht. Klar, Videos, wo wir weniger Aufrufe haben, aber das ist irgendwie gar nicht so ein Struggle, wenn ich jetzt damals gedacht habe. Also, ja. Wirst viel angesprochen und wenn ja, stört dich das oder freust du dich darüber? Oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich damals schon angesprochen worden bin. Also ich habe damals irgendwann 1000 Abonnenten, wenn ich da jetzt angesprochen wäre, das wäre übel crazy gewesen. Ja, heutzutage würde ich auch ein paar Mal erkannt, aber nein, ich habe immer Freude, wenn ich jemanden erkenne. Darum, wirklich, kommt immer zu mir, ich beiße nicht, ich habe mega Freude, wenn ihr kommt. Ich bin, ich sag mal, auch schon angesprochen worden, jetzt nicht viel oder so, ich meine, ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt ein Mensch bin, der weiter oben ist, sozusagen. Jetzt bin ich ein Mensch, der weiter oben ist. What the fuck ist die Aussage? Aber dann bin ich schon erkannt worden. Okay, jetzt bin ich gespannt. Aber zum Beispiel am Meet and Greet von Mark Galaxy haben mich schon so ein paar angesprochen, ob sie mir ein Bild machen oder ob ich einen Unterschrift geben kann. Und, so. Und das war halt schon ein mega schöner Moment gewesen. Also, wenn mich irgendjemand anspricht oder so, habe ich mega Freude. Wirklich mega. Oh, ich bin so froh! Eine Woche
Wochen nach einem Kurzfilm von Chang hat es ein Zuschauertreffen gegeben von ihnen. Und ich bin eigentlich so ein bisschen als Zuschauer gegangen. Und dann hat es aber gleich ein, zwei Leute dort gehabt, die mich auch kennt haben und nachher mit mir ein Foto gemacht haben. Und das war so ein Highlight für mich. Das ist wirklich... Ich habe so gedacht, oh mein Gott, das kennt mich jemand. Das ist ein ganz crazy Moment gewesen, das stimmt. Ja, das war die letzte Frage, Freunde. Ey, es war so nice gewesen. Oh mein Gott, ich finde das so cool, alte Fragen zu beantworten. Und wie man alte ich wieder zuzulassen, weil ich habe das Video schon mega lange gesehen. Ey, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt doch mal einen Kommentar, ob ich mich fest verändert habe. Vergesst nicht, das Video zu liken und mich zu abonnieren. Alles kommt jetzt den ganzen Juni, jeden Tag ein Video drum. Glocke aktivieren, ganz wichtig. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ciao! Knacksen, lieben wir! Ja, also die Sonnenbrille ist echt... Wieso habe ich jetzt im ganzen Video angehört? Es sieht richtig beschissen aus. Bist du am Filmen? Ja. Ah, Mann. Ich bin zu der Maturprüfung in Sprache gekommen.